Liebe Zuschauer, willkommen zum hoffentlich großen Spektakel hier aus diesem Stadion. Beide Mannschaften haben sich eine Menge vorgenommen. Zu den Aufstellungen kann ich Ihnen bis jetzt noch nichts Genaues sagen. Das holen wir aber auf jeden Fall nach. Wir geben die Infos, sobald sie uns vorliegen, definitiv an Sie weiter. Wettertechnisch kann ich Ihnen mitteilen, dass das hier nicht ganz so gut aussieht. Im Verlaufe der Partie soll es noch anfangen zu regnen. Das sieht schon einfach grandios aus hier. Eines der beeindruckendsten Stadien in die Probiers. Gute Aktion des Torwarts. Und er muss mit ansehen, wie der Torwart einen sehr guten und platzierten Torschuss vereitelt. Einfach richtig stark. Und er ist zur Stelle. Pizarro. Dreh steht einfach nach vorn. Sucht seinen Mitspieler. Da kommt der Pass in die Gasse. Allein vor dem Torwart. Guter Einsatz. Sowas sieht man immer gerne. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Wer gerade erst eingeschaltet hat, wird sich freuen. Sie haben bislang nichts verpasst. Gefahr vorerst gebannt. Versucht den Pass da durch die Gasse. Davy Klaassen. Und jetzt schießt er. Es geht über die rechte Seite. Und weg ist er. Abschluss! Der Pfosten ist heute der beste Freund des Torhüters. Das sieht vielversprechend aus auf der rechten Seite. Versucht die Gasse zu finden. Etwas weniger hätte es auch getan. Das war so wichtig, dass er hier entschlossen zum Ball geht. Sucht die Lücke. Damit ist die erste Halbzeit schon beendet. Hälfte 1 ist rum, 0:0. Es kann nur besser werden. Und es geht weiter. Auch wenn das Ergebnis eine andere Sprache spricht, sie sollten genauso weitermachen wie in den ersten 45 Minuten. Denn irgendwann, da bin ich mir sicher, werden sie sich für ihren Aufwand belohnen. Verliert den festen Stand. Er den Ball kontrolliert. Er zieht durch. Um ein Haar wäre das hier richtig teuer geworden. Der Ball im Aus, ein guter Zeitpunkt für einen Wechsel. Bremen musste sich zuletzt ja so einiges anhören. Kritisiert wurden vor allen Dingen die taktischen Entscheidungen des Trainers. Startformation, taktische Ausrichtung auf die Auswechslung. Bei ihm hat nichts gepasst. Diesen Vorwurf muss er sich gefallen. Versucht die Gasse zu finden. Er läuft ins Abseits. Oh Mann, das war wirklich sehr, sehr knapp. Er zieht in Richtung Tor. Er versucht's. Das wird nichts. Weit vorbei. Sie lassen ihn dribbeln durch die Mitte. Er kommt zum Abschluss und Sie können vom Glück sagen, dass er nicht den Ball im Kasten unterbringt.
Den muss er machen. Savic, der kennt da nichts und geht voll rein. Sucht die Lücke. Und damit ist es fürs Erste vorbei. Davy Klaassen. Er hat ihn einfach stehen lassen. Versucht den Pass da durch die Gasse. Das Foul war eindeutig im Strafraum. Die logische Konsequenz kann nur Elfmeter heißen. Das ist sicher das Letzte, was sie gebraucht haben. Er hat ihn. Unfassbar versemmelt. Das wäre die Chance gewesen, das Ding hier zu drehen. Man bekommt nicht so oft einen Elfmeter. Ich bin mir ganz sicher, dem hier werden sie noch nachtrauern. Ah, das ist die kurze Variante. Da kommt die Flanke. Ab auf die linke Seite. Sucht seinen Mitspieler. Ab in Richtung Tor. Er wird hier hervorragend bedient. Schöner Angriff. Der Pass kommt genau im richtigen Moment. Er steht nicht im Abseits. Hätte das Tor machen können. Aber er scheitert im entscheidenden Moment. Bremen mit guter Kontrolle im gesamten Mittelfeld. Da kommt nicht viel durch. Versucht die Gasse zu finden. Da tankt er sich durch. Riesenmöglichkeit. Beide Teams lauern auf Konter, beide Teams müssen also vorsichtig sein. Da ist das Ballhalten, Geduld bewahren und wenn es geht, dann natürlich die Chancen nutzen. Moisander spielt den Ball nach rechts. Pizarro. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Er zieht in Richtung Tor. Und er pumpt ihn einfach hinten raus. Abpfiff, das Spiel ist beendet.